Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu No Man's Sky. Dadurch, damit jetzt das Desolation Up draußen ist und mal für 5 Millionen Units ja diese komischen, dieses wie Notfallsempfängergerät-Gedöns da kaufen kann, ist jetzt, sind die Units meiner Meinung nach ein bisschen wichtiger geworden. Und daher zeige ich euch jetzt mal, wie man schnell aus dem Nichts in 4 Minuten Millionen scheffeln kann. Am Anfang dachte ich immer, die einfachste Möglichkeit ist, so hier, eine kleine Indium-Farm bauen, am besten mit Strom versorgt, da hinten sind die Mineralien-Extraktoren, da hinten ist Stromfarm. Ja, ich muss sagen, das ist ein guter Weg, der bringt auch Kohle, aber ihr seht, man muss halt wirklich das Glück haben, ich habe da weile gesucht damals, also vor ein paar Tagen eigentlich jetzt, dass man wirklich was findet, wo man mit einer Basis, man kann nur innerhalb einer Basis das mit Strom versorgen, mit eines Basiscomputers. Das heißt, er muss genau zwischen Strom und Indium stehen. Ist jetzt nicht so einfach, das gleich zu finden, dauert ein bisschen, wenn man es hat. Wenn man es hat, ein Käfer, ist wurscht. Aber, da dachte ich mir, das geht doch noch einfacher. Ich zeige euch jetzt mal geschwind was. Ihr habt hier ja, ein paar Indium drin. Mal die Hälfte mit. So. So, also, Möglichkeit 1. Indium. Aber da müsst ihr warten, bis das abbaut. Das dauert halt Stunden, außer ihr habt ziemlich viel von den Extraktoren. Das kostet wieder viel Mats. Nee. Brauchen wir alles nicht. Brauchen wir alles nicht. Es gibt eine Möglichkeit. Nämlich. Ihr kauft euch um zwei Stück davon und ein Chlor und könnt das unendlich produzieren. Wenn ihr dann noch eine Sauerstofffarm habt, dann wäre das natürlich sowieso noch der Überhammer, weil dann braucht ihr eigentlich gar nichts kaufen. Weil Chlor bringt statt die 464 von was Indium bringt, bringt das 602. Zieht man zwei Sauerstoff, wenn man sie kauft, ab, sind wir immer noch bei 520. Und wenn man Daumen immer noch 60 pro Stück mehr kriegen dann als von Indium. Der Vorteil, man muss nichts machen. Man findet es ja auf jeder Station hier. Das sehen wir gleich. Und das ist echt super geil. Mich ärgert es, dass ich das noch nicht früher schon gewusst habe. Also geht's einfach her. Kauft euch Sauerstoff. Setzt ihr 41,1. Kauft mal alle. Wurscht. Und ab und zu, wenn ihr kein Chlor habt, ihr findet es auf Planeten, ihr könnt es aus Salz craften. Salz seht ihr auch mit dem Scanner. Bei den Planetenoberflächen besorgt euch Salz und craftet aus zwei oder drei Salz, sind das glaube ich, ein Chlor. Und glaubt's mir, ein Chlor reicht. Plus Sauerstoff. Also entweder ihr springt die ganzen Stationen ab, kauft ein bisschen Sauerstoff zusammen, dann habt ihr ein bisschen weniger Gewinn, oder ihr macht es wie ich bei der Goldfarm. Und stellt euch Sauerstoffextraktoren auf. Dadurch, dass die Dinge über Nacht, wenn man schläft oder so, ja eh auch weiter produzieren, reicht eigentlich, wenn man riesig viel Storage hat. Seht ihr gleich. Und dann zeige ich euch nämlich, wie das funktioniert. Und ich sag's euch jetzt schon, es ist absolut hammergeil. Ihr habt in 4 Minuten Millionen Units. Dann könnt ihr gleich ein paar von den Geräten kaufen. Die, was im Endeffekt euch die verfallenen Frachter zeigen, die Derelict Freighter. So. Hoppala, falsch. So. Also. Wir können es so machen. Jetzt bin ich da abgestürzt. Wollte eh dahin. So, ich habe hier die Goldfarm. Da ein paar Raffinerien. Ja, ich habe den Namen vergessen. So. Und hier. Seht ihr zum Beispiel da hinten, das müsste da wo sein, ja, meine Stromfarm, die ist verbunden und hier seht ihr eine ganz dezente kleine, tada, Sauerstofffarm. Die ist im Endeffekt ein bisschen üppiger ausgefallen, das macht aber nichts, weil, wie gesagt, Kohle spielt keine Rolle mehr, Ressourcen kann man dafür kann man kaufen. Das ist aber, wie gesagt, der Weg, wenn sie wirklich Vollgas-Profit machen wollt. Also auch den Sauerstoff selbst farmen.
Schaut ungefähr so aus. 2000 sind drin. Ich habe da vorher gerade rausgenommen. So. Zeige ich euch das jetzt. Habe ich da einen Teleporter? Der funktioniert nicht mehr. Seit dem Update ist vorgegangen. Ich weiß nicht wieso, aber der will mich nicht mehr. Der portet mich nur den halben Weg. Aber gut, soll sein. Also, es funktioniert jetzt folgendermaßen. Worauf alle gewartet haben in dem Video und ich jetzt schon seit knapp 5 Minuten 30 Sekunden rundherum rede, aber muss ja auch ein bisschen was erzählen. Ist jetzt es hier. Nehmen das mal raus. Ihr könnt aus einem Chlor und 2 Sauerstoff 6 Chlor herstellen. Das heißt, es reicht, wenn ihr ein Chlor habt und dann braucht ihr euch um das keine Gedanken mehr machen. Und Sauerstoff kauft einfach bei 2, 3 Space Stations zusammen, weil im Endeffekt habt ihr dann zigtausend und da kommst du schon mal eine Weile durch damit. Das schaut jetzt so, auf dem Planeten ist das Chlor weniger gehandelt, deswegen 120 nur nicht täuschen lassen, ich zeig's euch gleich. Also, ihr geht's daher. Chlor, Sauerstoff und ihr seht, aus einem und 2 kommt ein Chlor. Die Zahl hier springt auch in 6er Schritten und die Verarbeitungszeit sind 4 Minuten. Daher der Titel, Millionen in 4 Minuten. Weil mit 4000 von denen gibt es schon Kohle. Aber, jetzt kommt der Oberhammer. Ihr könnt ja parallel arbeiten in die 4 Minuten. Weil das, dadurch, dass das sich versechsfacht, gehört noch Sauerstoff dazu zum Beispiel jetzt. Dann haben wir das da rein, haben wir einen Stack rein. So, Start. So, da gehört auch Sauerstoff rein. Und das ist das Coole, wenn das Chlor ausgeht, einfach rüberlegen, weitermachen. Das Chlor, wie gesagt, auf wundersame Weise wird halt immer mehr. Dann nehmen wir auch wieder mit und schauen ein ganzes Stack zusammen irgendwo. Hier. Zack. Seht, jetzt rennen hier 16.000 in 4 Minuten. Und ich zeige euch, was man für 16.000 dann kriegt. Ich habe daneben jetzt ein zweites Board, weil man braucht ein bisschen Abstand. Man könnte hier weitermachen. Und das einfach, wenn man das einmal abrennt, ein paar Minuten lang, also Viertelstunde lang, mehrere von die hat, so wie ich hier, und die nacheinander abläuft. Ey, da kommt Kohle zusammen, das ist nicht normal. Also, da spielt wirklich dann überhaupt keine Rolle mehr, was Sachen kosten. Und ihr könnt euch vor allem jetzt mit den Derelict Freighter irrsinnig viele von den Module kaufen. Oder habt halt immer, wenn es braucht, die Kohle benannt. Auch für einen großen Frachter wäre das eventuell, wenn man noch eine S-Klasse sucht und braucht 200 Millionen, das ist jetzt auch dann überhaupt kein Problem mehr. Indium ist hier noch weniger wert. Indium ist ja wirklich gar nichts mehr wert eigentlich. So. Ich habe ja einiges von dem Zeug mit. So. Okay, 4 Minuten ist die Fabrikationszeit. Verpiss dich. 4 Minuten dauert das, um das zu raffinerieren. Und ihr seht, das läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Nachher schauen wir, jetzt hätten wir, sagen wir 5 Minuten, 4 Minuten Verarbeitungszeit, sagen wir 5 Minuten. Wenn sie nämlich jetzt einmal einfach nur hier so ein Terminal hinhaut, könnt ihr theoretisch auch hier jedes Mal, wenn es einloggt, etwas an Sauerstoff kaufen. Das ist jetzt natürlich nicht Welt. Wie gesagt, wenn es kein Chlor habt, kaufen oder herstellen aus 2 Salz. Die findet man auf dem Planeten eh noch und nöcher. Ja, und das war's eigentlich. Ihr könnt sozusagen jetzt da wirklich aus einem Chlor und 2 Sauerstoff, und das hat jeder, 6 Chlor machen. Dann nimmt sie 6 Chlor, macht 36 Chlor draus und so weiter und so weiter und so weiter. Sauerstoff bietet, soweit ich gesehen habe, jede Space Station an. Das heißt, es ist überall machbar, ihr braucht ja die Raffinerien dafür. Und ihr könnt das beliebig erweitern. Ich könnte das jetzt da daneben nochmal ein Loch graben, so ein Haus hinstellen, noch ein paar Raffinerien daneben. Und dann hätte ich da statt 8, 16 parallel laufen. Und das macht so lange Sinn, wie man in die 4 Minuten, wo der erste beginnt, auch noch befüllen kann und nicht dann noch weiter befüllt und die steht still. Da kann man ein richtiges Rad machen. Draußen immer im Kreis laufen, einsammeln, einschalten, einsammeln, einschalten. Vor allem, wenn sie eine eigene Sauerstoff haben, kriegt sie die vollen 600 raus da. Und da geht Kohle, da ist alles andere unnötig. Ich habe jetzt noch geschaut, andere Elemente sind
teurer zu verkaufen wie Lemnium oder so, aber das ist schwer herstellbar, braucht viele Ressourcen dazu, das ist dann schon wieder aufwendig. Das hier ist wirklich die Methode, wo sie nur eine Mittelraffinerie reicht, plus ein Chlor, zwei Sauerstoff und die Kohle läuft. So, das sind 16.000, ich werde euch das jetzt, ich habe, glaube ich, die eh mit, oder habe ich die alle jetzt rausgelegt? Ne, habe ich nicht mit. Na, dann warten wir die ab, das dauert ja wie gesagt nicht lang. So, 4.000, könnten wir es natürlich wieder gleich wieder reinhauen und weitermachen, das machen wir jetzt nicht. Ich will jetzt zuerst mal das fertig herzeigen. Die werden wir wieder aktivieren. Ihr seht, das geht eh recht langsam runter. Ihr könnt da sicher mehrmals aktivieren mit einem 9000er Stack und das sind 3, 4 Space Stations kaufen und das passt wieder. Das ist eigentlich das Schöne, weil ich habe jetzt da genau nichts im Inventar von dem Zeug mehr und kann schon wieder weitermachen. Seht ihr? Wie das da hingeht. So, und es passt auch schön hintereinander. Die Laufwege dazwischen, das gleicht sich schön aus, wenn man es in einem durch immer wieder einschaltet. Also hat man fast keine Standzeit. Also in die 4 Minuten Produktion mit dem Rumlaufen 5 Minuten, wenn man mehrere als eine hat, 5 Minuten, kriegt man da Millionen. Und ihr braucht wirklich nicht viel machen dafür. Also es reicht 2 Sauerstoff und Chlor, das kriegt man schnell mal woher. Hoppala. Den werden wir schon wieder aktivieren für was. Das ist ja nicht zum Spaß da, oder? Und weiter. Falsch. Wie gesagt, ihr dürft es nur nicht auf, es muss auf einem Planeten halt verkaufen, wo es nichts wert ist. Weil das ist ja natürlich aber eh Grundprinzip bei dem ganzen Handelszeug. Man verkauft es wo es am meisten Profit rauswirft. So, und jetzt sollte ich ziemlich genau... Was habe ich denn da jetzt alles rausgenommen? Also mal kurz... 4, 8, 12, 16... Sag ich 8? 32.000 müsste es sein, ja, das passt. Ungefähr die 32.000. Wenn man, wie gesagt, die paar Fabriken, wie ich jetzt aufstellt, dann sind die 32.000 in 4 Minuten gecraftet. Also ein Craft-Vorgang. Ich will, weiß, es ist ein bisschen, ja, kann man sagen, du brauchst 5 Minuten, weil du musst auch rumlaufen, etc. Aber wenn das Rad läuft, mit 2 solchen zum Beispiel oder mit mehreren, und dann braucht man wirklich den 4-Minuten-Takt nur absammeln gehen, so wie ich jetzt. Absammeln, einschalten, absammeln, einschalten. Ihr müsst euch dafür nur, wie gesagt, den Sauerstoff kaufen. Oder so wie ich, ihr stellt euch so eine Station auf mit viel Storage hinten dran. Dann habt ihr am nächsten Tag, wenn es einloggt, mehr als genug zu tun. So, und jetzt schauen wir mal, was das wert ist. Dass der Planet passt. Jetzt gehen wir alles zusammen. Hier sieht man es besser. So, und Trommelwirbel. Bam! 19.295.836 Credits. Gekostet hat es nichts, weil ich den Sauerstoff so habe. Wenn es doch ihr den Sauerstoff kauft, dann seid ihr dabei, weiß nicht, 15 Millionen oder so. Das ist jetzt wirklich jetzt eher i-Tupferl-Reiterei, seht ihr da. Achso, das ist mein Verkaufen-Moment. Das seht ihr hier. Das da habe ich vorher gerade gekauft, ja. Das war, ich bin auf der gleichen Station, aber da kriegt ihr mal ein paar Tausend. Jetzt haben wir das gleich raus, das da, 32.000 Chlor. Ja. Schauen wir nur mal. Ja, je 600, ja. Zack. Na, bin ich ganz blöd so. Zack, und ist jetzt ein bisschen Kohle, habe ich schon gesammelt. 20 Millionen mehr. Und wenn ich zurückkomme, habe ich schon wieder 16 so Stacks fertig, also... mehr eine so Stacks fertig. Also, das ist der Weg. The way to go. Und das Video auch schon am Ende, weil ich mag das jetzt nicht wieder ewig in die Länge zahlen mit Quatschen. Also,
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es bringt was. Das könnte, kann jeder machen, der eine mittlere Raffinerie craften kann. Egal, wie früh er im Spiel unterwegs ist. Er braucht nur das Salz. Das kriegt man woher, wenn es der Händler ist. Und den Sauerstoff einfach nur 4, 5, 6 Space Stations abklappern. Von mir aus auch 20. Oder eine Sauerstoff für den Sauerstoff kaufen. Oder eine Sauerstofffarm machen. Craften, craften, craften. Und ihr habt's. Kohle, da könnt ihr euch eingraben drin. Gut, ich hoffe, das hat geholfen. Ich hoffe, das bringt euch weiter für allejenigen, die gerade Kohlemangel haben, beziehungsweise wegen die Derelict Freighters da jetzt mehr Kohle benötigen als bisher im Game. Bisher war es nicht so wichtig, ja, finde ich jetzt ehrlich gesagt, wenn man den Frachter schon gehabt hat. Ansonsten danke ich euch und wir sehen uns beim nächsten Mal in einem kurzen kleinen Guide-Video oder einem Frachter-Run. Wir werden sehen, wir werden sehen. Seht ihr es? Ja. Was damit? Starten. 4 Minuten. Fertig. Abnormal. Abnormal geil. Kann man gar nichts sagen dazu. Ich weiß nicht, wieso sowas ins Spiel einbauen. Das sollte eigentlich die Ökologie vom Spiel ziemlich kaputt machen, aber hey. Mich soll es freuen. Euch auch. Somit werde ich hier noch schauen, ob ich auf die Milliarde komme und dann mache ich was anderes. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und lasst ein Abo da, ein Like, ein Comment, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch geholfen hat. Schreibt eure Gedanken dazu, es würde mich total freuen. Ich werde es beantworten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut's rein und ciao.